Hallo liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, Röderfeuerwerk war für euch on Tour und zwar haben wir dieses Jahr mal spontan das Zürichfest in der Schweiz besucht. Das ist ein relativ großes Fest, das irre viele Menschen anzieht. Also so viele Menschen auf einen Haufen zu sehen, das ist schon mal spektakulär. Es gab insgesamt 3 Feuerwerke und es gab auch eine Drohnenshow. Und die möchte ich euch kurz mal vorstellen, diese Drohnenshow. Es sind etwa 150 Drohnen verwendet worden. Und ich möchte von euch wissen, ob diese Drohnenshows ein reguläres Feuerwerk ersetzen können, was ihr vermutet, ob das ersetzt werden kann dadurch. Aber natürlich auch, ob euch das gefallen hat oder ob vielleicht auch eine Ergänzung möglich wäre zu einem Feuerwerk. Vor Jahren hatten wir viele Anfragen, ja, macht ihr denn auch Lasershows zu euren Feuerwerken? Habe ich gesagt, Mensch, ich bin Pyrotechniker und kein Elektriker. Aber diese Drohnenshow fand ich doch relativ faszinierend, weil man sehr schöne Formen damit machen kann und auch die Farbwechsel. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein oder andere Feuerwerk dadurch in Gefahr geraten könnte, ja, und durch so eine Drohnenshow ersetzt werden könnte. Aber ich möchte von euch wissen, eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt. Und deswegen haben wir hier unten ein kleines Formular verlinkt, auch ein kleines Gewinnspiel. Und würde mich freuen, wenn ihr alle daran teilnehmen würdet. Viel Spaß. Bis dann. Ach so, ja, abonnieren nicht vergessen und vielleicht auch teilen von diesem Video, denn je mehr mitmachen, desto besser. Thank you.
I'm gonna go get it.